Gegner hier im Kampf um den Abstieg. Ja, und das sieht man schon. Markiert Kramaric das dringend benötigte Tor. Zu den vielen anderen Sorgen von Ajax stellt sich nun auch die um seinen Spieler Andrej Kramaric, der in der letzten Partie kein einziges Tor ziehen konnte. Muss sich die Frage vorstellen, ob er es noch riskieren kann, heute wieder aufzustellen. Sind auf der Permittentiefe angelangt, die Serie schlechter Leistungen beginnt, die vielleicht langsam zu frustrieren. Und über kurz oder lang wird sich auch den Trainer Borden Fragen der Medien stellen müssen. Ja, Kramaric, du hast es gehört, das stimmt auch. Du bist derzeit kein Torgarant. Gegen Everton. Ja, wird es kaum Umstellungen geben. Denn warum sollte man auch eigentlich umstellen? Einzige Umstellung, nein, gibt es auch eigentlich nicht. Oder Ramir, na. Ich sehe keinen Grund zum Umstellen hier gegen Everton. Es neigt dem Ende zu, muss man jetzt sagen, in diesem Halbjahr. Und wir sind nicht wirklich in einer positiven Bilanz angelangt. Ich meine, positiver als am Anfang auf jeden Fall. Man sieht hier. Solche müssen, so müssten die Pässe nochmal immer ausschauen. Tun sie leider nicht, so nicht natürlich. Ja, Everton wird kein leichter Gegner. Ja, Everton wird versuchen, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen daheim. Haben starke Spieler, unter anderem einer der stärkeren ist sicher Krychowiak. Der wird sicher da schon am Ball das Spiel machen, als Spielmacher. Fauler mal hier von Ludwig. Und wir müssen natürlich versuchen, dass das nicht zustande kommt. Hier. Ah, frühes Attackieren von Guidetti. Und da auch gleich wieder früh von Krychowiak. Garay. Funes Mori. Pickford. Und dann muss Kina mal raus. Meier. Und billig auf Williams. Nach wie vor schlechteste Abwehr. Schöner Seitenwechsel jetzt von Willner. Und dieser Ball, weiß ich auch nicht, für wen hätte der gelten sollen. War zu erwarten, dass Everton dieses Spiel auch so schnell macht. Ja, und auf solche Fehler muss man halt jetzt hoffen. Oh mein Gott, Riesenmöglichkeit. Gagné. Auch schön der Ball von Taylor natürlich. Ja, Abate hat sich geholfen. Kriegt auch. Oh nein, Guidetti wird hier gelb belastet, wahrscheinlich für das vorherige Foul schon. Gut, in die Hände von Linz stellt kein Problem dar. So. Das auch nicht. Aber warte. Tete. Exeter weiß sich aber noch zu wehren hier in diesem schnellen Spiel. Direkt die Flanke aufs Tor von Pickford. Na, ganz für was nicht von denen. Ja, man spielt sich wieder billig. Nicht spielen, Burschen da hinten. Bitte, 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 bitte.
Williams. Und das ist die Riesenschance jetzt auch für Williams. Oh mein Gott! Was war das? Riesenmöglichkeit Nummer 2 nach Gagner, obwohl ich sagen muss, diesen Ball nicht aufs Tor bringen. Oh mein Gott, da wird jetzt gezweifelt an den Qualitäten der eigenen Spieler. Tete. Gutetti. Barkley. Ballglück für Everton. Führt zum 1:0. Minute. Everton jubelt nach einem kuriosen Tor eigentlich. Obwohl da schon Tete hier mit einem klaren Foul eigentlich gut hätte, schießt der Patte an und dann geht der Ball auf Barkley und der netzt sicher ein. Aber zuvor diese riesen Williams-Chance. Tete. Barkley. Na den, da rennt dann Gagner nicht vor einem anderen. Bisschen muss man am Boden bleiben hier. Oh, was Barkley. Spielverlagerung nach links. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Willi, gut gemacht. Eieieiei, es wird jetzt hier ein bisschen Druck jetzt auf einige Spieler lagern, denn das war natürlich falsch, was ich hier gemacht habe, auch Gagner. Kramaric bekommt sicher seine Chance. Denn Gagner hat auch eine Chance vergeben. Ja. Beim Spiel jetzt auf jeden Fall Rossi und Kramaric. Oh, Taylor! 48. Minute. Es gilt nur eins. Offensiver werden. Ich dachte, vielleicht geht's hier. Barreca hat er nicht gerechnet. Anscheinend. Rossi. Ja, Flanke abgefälscht. Okay. Coming off the pitch, number 16, Kovac.
Dela! Oh mein Gott, nächste Riesenmöglichkeit von Exeter, die nicht genutzt wird, und Pickford zeichnet sich nochmal aus. Ah, mein Gott. Kramaric, Kramaric. Son, und er ist drin. Exeter gleicht aus durch ihn. Heung-Min-Son. Auch wenn Kramaric jetzt da angezögert hat, kommt der Pass, kommt er nicht, dann ganz in den Flügel und Heung-Min-Son. Gegen die Laufrichtung des Keepers und war gut gemacht hier. Ausgleich, das ist schon mal ganz wichtig hier. Okay. Ludwig. Baker ganz weit vorne jetzt gewesen. Bossi. Weiterhin Rossi. Das war jetzt zu schnell auch für einen Baker. Und Son fängt den Ball ab. Rossi. Kramaric, und er ist drin. 1:2, Kramaric. Durchstrecke beendet. Rossi zeichnet sich wieder mal unglaublich stark aus mit dieser Ballannahme und diesem Pass zur Mitte. Ja, und das wird eine defensive Leistung werden müssen. Konzentration hier jetzt, Burschen. 79. Minute. 10 Minuten. Ein Sieg gegen Everton würde natürlich Selbstvertrauen bringen und 3 Punkte. Die sind schon mal Gold wert. Und jetzt ganz ruhig. Du hast es in der Hand, Linz. Warte. Rossi. Kramaric. Hiller geht nach. Warte gegen seinen Gegenspieler, und das ist Rossi. Ja. Letzten paar Minuten. Exeter hat es selbst in der Hand. Und das hat jetzt sehr wehgetan. Baker, das doch nicht. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Yes! Sieg gegen Everton! Yes! Unglaublich, aber wahr. Danke fürs Zusehen, danke für diesen geilen Sieg und danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Ciao!